In Vietnam blüht der illegale Handel mit Bärengalle. The plan is just you go alone and I wait at the car because everybody will recognize me. You will film it with a pen. Das hier ist genau das Problem. Der große Bär, der lebt jahrelang in diesem Käfig. Fürchterlich. Und jetzt werden wir rausgeschmissen, jetzt ist die Eigentümerin gekommen. Das hier ist die Kragenbären-Rettungsstation von Animals Asia. Essen. In den Gehegen dieser Anlage leben insgesamt 176 Kragenbären. Und die sind alle aus Käfigen befreit worden. Freilassen kann man diese Tiere leider nicht mehr. Durch die lange Gefangenschaft und die ganzen Quälereien sind viele von ihnen verhaltensgestört oder körperbehindert oder sogar beides. Mit grausamen Techniken wurde ihnen jahrelang Galle abgezapft. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Gallensaft von Bären als Heilmittel eingesetzt, zum Beispiel bei Lebererkrankungen. Möglicherweise werden jetzt einige zu Hause auf der Couch denken, ah, das ist eine schlimme Geschichte, tut mir auch echt leid für die Bären, aber das hat doch nichts mit mir zu tun. Ich kaufe doch solche Bärengallensaftprodukte gar nicht. Man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Auch in Deutschland gibt es TCM-Läden, in denen man Arzneimittel kaufen kann, die Gallensaft von Kragenbären enthalten. In Vietnam ist es verboten, den Bären diesen Gallensaft abzuzapfen. Aber es ist erlaubt, Bären als Haustiere zu halten. Mit meiner Kollegin Huong fahre ich in den Norden von Hanoi. An dieser Stelle beginnt die Straße der Bären, oder vielleicht sollte ich besser Horrorstraße sagen. Es gibt da hinter mir mindestens ein halbes Dutzend Geschäfte, die Mondbären in engen Käfigen halten. Angeblich sind das alles nur Haustiere, aber das ist eine Lüge. Den angeblichen Haustieren wird Galle abgezapft und die wird dann verkauft. Wir wollen die Missstände dokumentieren mit versteckter Kamera. Okay. So, the plan is, just you go alone and I wait at the car, because everybody will recognize me. Okay. You want to try to buy some bile as well? And you will film it with a pen? Yeah. Don't get caught, huh? Okay. In a few minutes. Die Bärenbesitzer sind natürlich sehr aufmerksam. Die passen genau auf, wer da zu ihnen kommt, um die Bären zu sehen. Ich falle in Vietnam auf wie ein bunter Hund. Deshalb geht Huong jetzt erstmal allein und ich warte hier. So, what was it? I go there, I ask for the bride and she sell for me. Let's see whether we have some pictures on it, right? Now we check what we have. This is the guy taking the money, right? Yeah. Und genau darum geht's. Das ist ein Verbrechen. Bärengallensaft, den dürfen die nicht verkaufen. Das ist Tierquälerei. How much did you pay for this? 1 centiliter. 30,000 Vietnam dong for 1 cc. 30,000? Yeah. That's not expensive. Not expensive. It's cheap. Yes, so cheap. Die Nachfrage nach Gallensaft ist groß, aber wissen die Leute eigentlich, dass sie etwas Illegales tun und die Bären quälen? Ich frage einfach mal nach. Hello, may we see the bears? Is it possible to see the bears? Yes, we can. Thank you very much. Das hier ist genau das Problem. Ein verrosteter alter Käfig, der große Bär, der ist zweimal so schwer, massig wie ich. Der lebt jahrelang in diesem Käfig und das ist legal. How long do they have the bears here? Around 10 years. The bears are living in these cages for 10 years now. Okay. What's the reason they bought the bears? To take the bite. Is
Does she know that it is not legal to sell the bile? Does she know that? Động vật thì quý hiếm, ai cũng phải trả lời. She knows that taking the bile is illegal in Vietnam. Die Dame ist nur eine Aushilfskraft, deshalb redet sie so offen mit mir. Und jetzt werden wir rausgeschmissen, jetzt ist die Eigentümerin gekommen und schmeißt uns gerade raus. Sie hat natürlich das Hausrecht, ich darf die Bären nicht mitnehmen, also gehen wir jetzt. Ehrlich gesagt bin ich auch froh, da weg zu sein, denn das Elend dieser Bären noch länger zu sehen, das hätte ich auch nicht mehr ausgehalten. Allein hier in Vietnam gibt es immer noch 1200 Bären, die in diesen Käfigen feststecken und denen regelmäßig Galle abgenommen wird, obwohl das hier illegal ist. Noch viel schlimmer ist die Situation in China. Da ist sowohl die Haltung der Bären als auch das Abzapfen von Galle immer noch völlig legal. Und das ist nicht weniger als ein Skandal. Für die 1200 Bären, die hier in Vietnam immer noch in den Käfigen sitzen, gibt es zumindest ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Hoffnung. Die Tierschutzorganisation Animals Asia hat sich nämlich mit den vietnamesischen Behörden darauf verständigt, dass diese privaten Bärenfarmen spätestens 2023 alle geschlossen werden. Hoffentlich bleibt es dabei.